Musikproduktiv und MusicTalk TV präsentieren den Videocast von der Musikmesse 2011. Hallo und herzlich willkommen zum Sonderstammtisch auf der Musikmesse 2011. Wir sind hier vor dem Musikproduktivbus auf dem Messegelände zu einem Fazit des ersten Messetages und ich rufe Ching! Hallo Ching! Hallihallo, schönen guten Tag, aber du kannst auch meinen richtigen Namen sagen. Holger Steinberg. Ja, so ähnlich, genau. Du wunderst dich jetzt, warum ich eine Sonnenbrille anhabe? Ja. Nicht, weil ich cool bin, leichte Lichtallergie und wir gucken hier direkt in die Sonne rein auf der Messe. Alles klar. Ich rufe Kai Schwirzke. Hallo Kai. Hallo Hans-Jörg. Oder nein, hallo Non-Eric. Ja, genau. Das kostet sonst nämlich was fürs Kröchelchen. Ich rufe Thomas Wendt. Einen wunderschönen guten Tag. Tom, schön, dass du da bist. Ich rufe den anderen Tom. Guten Tag. Moin. Hallo. Das war's schon. Hey, komm rein. Du bist außerhalb des Bildes, so Tom. Das geht nicht. Ich rufe Lara. Hi. Und den André. Hallo, moin. Hi. So, jetzt möchten wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was wir heute Interessantes auf der Messe gesehen haben. Wer hat das erste Wort, ich würde sagen... Ich? Ja. Okay, Schmiteinander würde ich sagen. Absolut. Herr Schmidt war interessant. Oder der Synthesizer? Der Synthesizer eigentlich. Dann erzähl mal. Ja, geiles Teil. 25.000 Euro, hab direkt drei bestellt. Du vier sogar, ne? Ja, müssen wir mal ganz kurz erklären. Ne? Das ist ein vollpolyphoner, nee, ein achtstimmiger Analog-Synthesizer, dessen Preis noch nicht bekannt ist. Ja, also 25.000 Euro steht so im Raum und die Kiste hat halt, ich glaube, gefühlte 5.000 Regler und eigentlich einen fetten Klang und ist designt bei Axel Hartmann. Sieht ein bisschen aus wie ein Waldorf Wave, aber macht auf jeden Fall was her. Also so fürs Wohnzimmer mit Sicherheit ein geiles Produkt. Ist also quasi inflationsbereinigt auf dem gleichen Level wie der Wave damals. Ich denke auch, die Kiste hätte, glaube ich, noch 40.000 Euro kosten können, weil wer 25.000 Euro hat, der hat auch 40.000, würde ich mal sagen, oder? Aber wer kauft sich sowas? Hans Zimmer, da höre ich gerade hier vom Tom, Hans Zimmer zum Beispiel und irgendwie jeder, der Geld hat und irgendwie so ein, das ist ja auch ein bisschen ein Stück Design. Absolut, genau. Und ein bisschen luxuriös, ne? Genau. Ja, genau. Wie sagt man so schön, der Porsche des Musikers vielleicht oder der Porsche des Keyboarders, ist also besser. Ich rufe Luca Ancelotti. Hallo, hallo. Alles klar. So, ihr könnt euch bitte so stellen, dass man euch auch sieht. Wir tauschen, weil jetzt ist der Nächste dran. Genau, es geht immer so rund, genau. So, Kai. Non-Eric. Hast du denn überhaupt irgendetwas Interessantes heute gesehen? Ja, ich meine, ich habe den Schmidt natürlich auch gesehen, aber ihn noch nicht gehört. Aber ich habe was zum ersten Mal heute gehört, von dem ich wusste, dass es kommt, aber ich habe es noch nicht in der Form gehört. Und das ist, was für Gitarristen... von Houston Kettner, der TubeMeister 18. Das ist ein kleines Röhrentop mit 18 Watt Leistung, die sich runterregeln lässt auf 0 Watt. Auf 0? Auf 0, ja. Der Power-Sound geht runter bis 0 Watt, sodass du auf der Bühne spielen kannst und halt auch zu Hause nachts üben oder im Studio ruhig einspielen kannst. Das Ding klingt als kleines Fullstack sensationell und hast du Lust, es dir einfach mal anzuhören? Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Denn auf der Demo-Stage wird es, glaube ich, 6-mal am Tag oder so vorgeführt. Das ist genau das richtige Stichwort an den Tom Ammermann. Du bist ja hier in Sachen Hendrix. Ja, genau. Ah, genau. Ja, ich habe noch einer. Oh Mann, das ist ja hier eine Posse. Ja, ich habe mich mit Thomas getroffen und wir haben auch schon die ersten Sachen in die Nase. Vorsicht, sonst sage ich 3D. Ah, Kaffee. Kaffee, okay, alles klar. Und ich habe Thomas spielen hören auf der Lüttenkiste, glaube ich. Und das klang wirklich ziemlich gut. Also ich dachte erst so, ist das jetzt Show oder ist das ein Dummy oder so? Aber da kam echt eine Menge Dampf draus, wenn das Ding war, über das er gespielt hat. Hat er. Ja, und dann hat er? Ja. Ah, okay, alles klar. Und er hat auch gesagt, er wollte zu ein paar Tracks, die er da aufgenommen hat an dem Gig spielen. Die habe ich aber noch nicht gehört. Das macht er vielleicht irgendwie morgen noch oder so. Keine Ahnung. Kann sein, dass er gleich noch vorbeikommt. Ich habe gesagt, er darf kommen. Ich hoffe da. Oh, alles klar. Und wir freuen uns, dass wir dich mal sehen. Ja, hi. Ja. Kurze Frage. Du wirst ja jetzt demnächst den Nachwuchs bilden hier. Und was ist dir denn aufgefallen? Was mir aufgefallen ist, ich fand ja die Hostessen eigentlich am spannendsten bisher. Nein, war ein Spaß. Ach, ich habe schon einiges Cooles gesehen. Ich fand
generell die Musiker alle ganz spannend. Also eigentlich bisher fand ich alle so relativ spannend. Ach so, ich beobachte einfach gerne Leute. Dann bin ich ja froh, dass wir hier die Antithese zum Herrn Schwürzke da mal dabei haben, der ja gar nichts spannend, außer die Sachen, die er promotet, ne? Ja. Ah, naja, und André Sünti ist geil, ne? Also, aber, genau. Hab ich viel, ja, und ich kann auch immer schon ein bisschen erzählen. Das ist, ich bin ja auch immer dabei und sehe dann immer und ja, wer den irgendwann mal kauft, ne, die kleinen Dreiecke da unten, das war meine Idee. Ey, okay. Ja. Guck mal, André, komm doch mal rüber. Du hast doch einen interessanten Namen gewählt für deinen Sinti. Genau, der ist aber schon mittlerweile 4 bis 5 Jahre alt. Okay. Der Name Earth Shaking Bass, der geht eigentlich zurück auf einen Preset von Imagic damals, im ES1. Da gab es nämlich diesen berühmten Earth Shaking Bass als Preset-Namen. Und den gab es aber nicht. Und alle haben immer gesagt, ich will endlich dieses Preset haben. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt können wir mal endlich ein Preset machen, das Earth Shaking Bass heißt. Das war natürlich vom Timing her jetzt so ein bisschen unglücklich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast meine vollste Unterstützung, weil ich finde diese politisch korrekte Art, die kotzt mich an. Also da haben da wirklich Leute geschrieben, du kannst deinen Synthesizer nicht Nuclear nennen, nur weil da mal ab und zu eine kleine Kernschmelze in Japan ist. Also ich finde das total übertrieben. Naja, durchschnittlich alle 25 Jahre. Also wenn du es ausrechnest, haben wir alle... von 100.000 Jahren die Rede. Oder? Haben wir alle 25 Jahre einen Supergau, das kannst du ausrechnen, das ist Mathematik und das kommt mit Tschernobyl genau hin. Also. Absolut. Ja, also es ist aber schon eine Sache, dass wir auch sagen, wir sind gegen diesen Atomkraftwerk-Kram. Wir wollen auch ein bisschen aufrütteln auch damit. Also das soll man die Leute wach machen. Gerade in Deutschland jetzt mit der politischen Lage, das geht überhaupt nicht klar. Es geht wirklich nicht klar. Wir haben ja jetzt auch unwahrscheinlich viele Anti-AKW-Parteien schon so in Deutschland. Ne? Es gibt ja nur noch, gibt gar keine mehr, die dagegen ist jetzt. Dafür. Na, stimmt nicht ganz. Aber wir machen ja keine Politics hier. Wir kümmern uns ja nur um Make More Music. Luca, was hast du gesehen? Komm mal rüber. Ja. Hallo. was habe ich gesehen? Also ich war erstens mal nicht sehr lange da heute. Deswegen, ich bin eigentlich nur kurz über die Messe geflogen. Ganz klar, der Schmidt hat mich gleich... Da bin ich erstmal eine Stunde kleben geblieben. Und wollte eigentlich jetzt mal aus dem Init heraus mal irgendeinen Sound schrauben, aber ich... Da riefst du mich an, wo ich denn bleibe. Okay. Deswegen vertage ich das mal auf morgen. Was habe ich noch gesehen? Sag mal, dieses SPL-Teil, wo du da gesessen hast, was war denn das eigentlich? Ja, das ist so ein, es ist das Endstück von einem Mischpult. Also das sind die Feder. Das Gute, wo das Rinderfilet herkommt, das Endstück. Oder? Dazwischen, was du dann davor machst und dazwischen so Kompressoren und EQs und... Heißt das nicht auf Deutsch Summierer? Ja, kann man auch so nennen. 24 Kanäle, 12 Fader. Kleiner Nachteil ist natürlich, wenn du dann eine Mono-Bass-Drum hast, verlierst du einen Kanal natürlich. Ist ja klar, weil der Feder ist ja Stereo und dann drückst du Mono und dann fehlt dir halt. Wo kommen denn sonst eigentlich die Stereo-Bass-Drums her? Die sind mir so gar nicht, sind die jetzt populär oder? Ich weiß es nicht, aber ich dachte, Bass-Drum ist immer Mono, oder? Ich habe eigentlich nur 6x2 Kanäle, oder wie ist das? Oder wie viel waren das? Noch 12. 12x2. Also auch okay, 24. Also nichts. Also 24 Kanäle auf 12 Feder. Also ja, klar. Und also ich weiß nicht, ich konnte das Ding nicht zerren. Alles aufgedreht, irgendwie nichts mehr gehen. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Gute Frage. Also anscheinend scheint das Teil Headroom ohne Ende zu haben. Ja, was das dann letztendlich auch heißt und ob es dann in so einem Fall auch wirklich auch Sinn macht, dann auf 96 Kilo zu arbeiten und. Das muss man alles sehen. Und warm wird er. Also so Heizungsersatz, oder? Naja, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon recht warm davor. Also hat schon, ein Tonlux strahlt auch gut Hitze ab. Okay. Also so ist es ja nicht, ja. Ich habe viele, wir haben ein paar Sachen uns vorstellen lassen, die dynamisch waren, also dynamische EQs, dynamische alles, irgendwie dynamisch. Das schien irgendwie so ein Trend zu sein. Hast du da schon was gesehen? Nein, konkret habe ich da jetzt nichts dazu noch gesehen. Okay.
Der Tom, der nickt so. Ich jetzt gerade, jetzt kommt Friedemann um die Ecke und das geht nochmal um mehr Lautness, Kram und so. Aber dynamische IQs, das wüsste ich jetzt auch gerade nicht genau. Von wem soll das sein? Das war Brainworks. Ah, Brainworks. Ja, ah, ja, ja. Ich bin da vorbei, genau. Alles klar. Eine neue Version, den dynamischen IQ gibt es ja schon ein paar Jahre, ne? Eine neue Version, ja. Ja, genau. Aber so generell war das, habe ich das öfter gesehen, es gab dieses unheimlich teure 14.000 Euro Mastering-EQ-Teil bei ja. Syntax im Vertrieb. Nee, Tono oder Tomo. Nein, Sumo. Schwarzes Teil. Ja, aber sah gut aus. Fingerabdrücke immer dran. Habe ich auch. Keine Ahnung, Sumo. Tono, glaube ich. Ne? Egal, auf Music Talk kein Problem. Kommt auf Video, genau. So, Thomas, komm mal her. Was hast du denn alles gefunden, was man zum Musikmachen benutzen kann? Ich habe gar nicht so viel gefunden, weil ich kaum Zeit hatte heute. Du hast gecampert. Genau. Ich bin ein ziemlich happy Camper heute in der Halle 4.1, wo der Camper Profiling Amplifier vorgestellt und die sind uns ziemlich die Bude eingerannt heute. Ein paar illustre Gäste da gehabt und das war recht erbaulich. Aber deswegen bin ich halt nicht so wirklich rumgekommen. Ich war einmal kurz für 20 Minuten in der Halle 5.1 und da ist mir aufgefallen, dass mir nichts großartig aufgefallen ist, aber wie gesagt, ich habe nicht wirklich geguckt. Bis auf natürlich iPads, Sonoma Wireworks. Auf jeden Fall, ne? Das war auf jeden Fall überall. Jeder hatte ein iPad, ja. Oder? Und Sonoma Wireworks haben ja jetzt dieses Interface fürs iPhone und iPad mit Gitarreneingang und Mikrofoneingang und so. Das sah ganz cool aus und die haben da so ein paar interessante Applikationen am Stand. Und dann, bei Alesis gab es dieses Pro-Doc, wo du dann wirklich... Genau, das habe ich auch gesehen. Und dann lief in der Halle 4.1 eine junge Dame rum, ungefähr so groß, mit einer so großen Akustikgitarre. Gefühlt sah das so aus. Ah, die habe ich gesehen! Und die hatte so ein komisches Gerüst oben, wo vor ihr dann ein iPad hing. Und am Rücken hatte sie noch so einen kleinen Vox-Amp und lief da so straßenmusikerin-mäßig mit diesem iPad vor der Nase und dem... Amp auf dem Rücken durch die Gegend. Alle meinten, Geld verdient die nicht, weil wer als Straßenmusiker ein iPad dabei hat, dem kann es nicht so ganz schlecht gehen. Wieso? Die kosten jetzt nur noch 300 Euro, die Dinger. Das ist ja halt schon Massen. Ist Monatsmiete, Mann. Wo? Wo? In Berlin? Ja, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ja, aber geht noch. Noch, ja. Ja, geht noch. Okay. Ja, und was hast du denn gesehen? Ja, das steht doch nicht zur Debatte, oder? Das habe ich ja heute schon den ganzen Tag postuliert, was ich gesehen habe. Wir werden mich ja wahrscheinlich schon alle im Netz gesehen haben. Wir haben schon 7 oder 8 Videos online gestellt. Aha. Also was ich... Frage, also wer hat dich denn gesehen? Das ist auch eine gute Frage. Und hat man dich richtig gesehen? Also quasi auch so wahrgenommen, wie du es möchtest? Das heißt doch jetzt immer, siehst du mich eigentlich? Oder hörst du mich noch? Ja, genau. Dirk, wir haben jetzt einen neuen Praktikanten. Der ist FL Studio User. Oh, das ist schön. Wir haben ja das neue FL Studio 10. Aber wenn du mich jetzt fragen willst, was es Neues gibt, aus meiner Sicht, ich war heute den ganzen Tag in Halle 5.1 bei uns am Stand, war vielleicht zweimal kurz hier in den Gängen unterwegs. Ich kann nur bestätigen, aus meiner Sicht, iPad. Und es gibt wirklich eine rege Diskussion, ob das iPad wirklich Aufnahme... Hardware in der Zukunft sein könnte. Warum nicht? Also wie gesagt, wir haben ja heute gesehen bei Alesis das Pro-Doc, da hast du wirklich alle Anschlüsse, die du normalerweise brauchst. Dann verliert das Ganze natürlich ein klein bisschen an Charme, weil du hast auf einmal so einen Klotz noch dran. Dann haben wir bei Apogee den Gitarren-Input gesehen, die machen demnächst ein Mikrofon. Also es ist ja nun, man braucht ja wirklich nicht Hellseher zu sein, dass man sich vorstellen kann. Es gibt schon ein MIDI-Interface mit, ich weiß nicht, wie viele MIDI-Devices du da anschließen kannst. Das ist super interessant. Also wenn man jetzt eine Tastatur anschließen kann, also x-beliebige Master Keyboards, ist das schon klasse. Wir haben ja bei uns am Stand dieses GarageBand. GarageBand. Das ist schon klasse. Also auf jeden Fall gutes Feedback. Allerdings für den Handel ist natürlich die Frage, wie verdienen wir da später noch Geld? Aber Steve verdient das doch dann. Das ist Steve Jobs. Aber andersrum
ist natürlich die Frage nach einer guten Applikation. Also je besser wirklich die Applikation ist, es gibt ja jetzt kein Cubase-Ersatz oder keine Hardest-Recording-Ersatz für ein iPad. Also es gibt jetzt momentan so schöne Gimmicks, auch super Instrumente. Aber wenn sich das weiterentwickelt und die iPads noch schneller werden oder vielleicht andere Tablets kommen, glaube ich schon, das ist momentan hier die heißeste Diskussion, auf jeden Fall da im Recording-Bereich. Ja, wir haben ja noch eine heiße Diskussion. Wer von euch, guck mal, wie sie alle sich verkrümelt haben da hinten, hat denn den Jupiter gehört und gesehen und möchte was dazu sagen? Luca? Ja, Jupiter. Roland, ne? Roland, ja, Jupiter 80. Das war das allererste, was ich gemacht habe. Okay. Bin dann direkt hin, habe auch ein nettes Gespräch gehabt, wo man mir das alles so erklärt hat und auf die Frage, warum man sich gerade diesen Namen ausgesucht hat. Für uns emotional was bedeutet, ne? Und er hat gesagt, genau aus dem Grund hätten sie diesen Namen auch gewählt. Aber er hätte eigentlich, das Gerät hätte an sich nichts mit dem Jupiter 8 zu tun, außer vielleicht die farbigen Knöpfe. Oh, scheiße. Und der Name. Also okay. ich hab die Logik jetzt nicht so ganz verstanden. Aber wir hatten ja beide einen MKS 80, ne, was ja ein Jupiter. Ich hab einen noch. Du hast den noch. Ich habe einen verkauft, ihr Idiot. Ich habe noch einen mit Curtis-Chips noch. Erste Version und Programmer. Deswegen war ich auch ganz gespannt, aber war irgendwie hat wirklich tatsächlich so soundmäßig und synthesizermäßig außer dem Namen nichts mit dem Jupiter 8 zu tun. Nein. Also da habe ich jetzt nicht. Ich habe D50 rausgehört, JD, ich habe alles Mögliche rausgehört, aber so klassische Jupiter-Flächen und so Sounds gab es nicht zu hören. Vielleicht waren sie noch nicht programmiert, aber scheint doch von der Performance schon so ein Live-Keyboard zu sein, dass man so auf das der für dich ist, ist das für dich mehr. Macht das eher mehr Schaden als Nutzen, den Namen jetzt einfach mal so? Ja, ja, also ich sage, den hätten sie vielleicht mal ganz anders nennen sollen, müssen. Vielleicht Jupiter 10 von mir aus. Ja, aber die 8 einfach mal weglassen. Haben die ja schon mit dem Junos und so gemacht, ne? Ja, also ich war leider etwas enttäuscht. Klavier klang super, hervorragend. Ja, das war doch auf dem Jupiter 8 auch immer so gut, ne? Nur kam ich leider nicht dazu, ihn zu fragen, die Effekte auszuschalten, weil das ist für mich immer so ein Punkt. Braucht man so ein Master-Switch, finde ich. Ne? Ja, das ist halt das Gute an dem Schmidt, da gab es keine Effekte. Da wurde das räumliche Empfinden wird dann einfach mit Filter, mit Panning, mit Lautstärke im Release realisiert, als jetzt irgendeinen Baustein dahinter kleben und macht Hall. Macht halt, okay, super. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Letzte Frage wäre Korg, Monotribe. Wer war da? Wer weiß was? Wer will was sagen? Kai? Du? Oh, dann haben wir was verpasst heute, würde ich sagen. Hast du den gesehen? Nee. Das war jetzt, ne? Das müssen wir unbedingt morgen mal als erstes nachholen, würde ich sagen. Ja, ich würde mal sagen, für heute machen wir mal Schluss. Freuen uns auf den nächsten, den zweiten Messetag. Werden von hier aus wieder unsere Messereportage starten und dann auch hoffentlich in dieser illustren Runde morgen wieder hier beenden. Ich bedanke mich bei euch allen und sagen, make more music mit Musotalk TV. Tschüss.